So, und wieder einmal herzlich willkommen zurück zu FDB Infinity. Diesmal mit Folge 111 und ich habe ein klein wenig an der Turbine rumgefuchtelt. Und die dreht gerade ein klein wenig zu hoch. Was ich nicht toll finde. Na, komm, zurück. Jetzt aber, oder? Scheiße. So. Ja, ich habe die oberen zwei Blöcke entfernt, und zwar deswegen, weil sie zu langsam ran gerannt ist. Ich bin heute wieder super gut in Aussprache. Nee, ganz einfach, die Turbine hat zwar 16.000 RF den Tick produziert, aber eben die Drehzahl war bei ungefähr 1600 und das war eben nicht so das Optimale. Deswegen habe ich es jetzt mal etwas ummodelliert, mir mal einen kleinen Schaltplan angeguckt, wie so eine Turbine dann aussehen muss. Die Höhe von dieser Turbine hier. Die ist okay. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass die Blöcke unten leider ein klein wenig, sagen wir mal, zu viel waren. Deswegen habe ich jetzt die obersten zwei Dinger abgemacht, 26 Elektronenblöcke wieder dabei und wir brauchen jetzt etwas mehr Enderium. Unter anderem möchte ich aber auch in dieser Folge nochmal probieren mit RF-Tools, weil tja, das letztens war einfach nur sehr, sehr... sehr blöd und naja, ne, man weiß, was ich meine. So, wie viel habe ich? 22. Naja, okay. Brauche ich das? Nein, brauche ich nicht. Ich brauche eine Elektronblöcke. Wie sieht es eigentlich oben mit dem Reaktor aus? Sagt auch schön hallo. Ja, er grinst. 0,7, so wie üblich. Aber 2094 Millibuckets pro Tick, den er raushaut, um unten das auszugleichen. Das ist sehr schön zu sehen. Ja, unser Jellurium-Vorrat ist, ich habe keine Ahnung, ich habe unerschöpflich. Was ist hier los? Aber hier geht Strom durch, oder? Ist das Ding fertig? Nie im Leben. Okay. Das will ich jetzt aber sehen. Hui! Oh Gott, ich liebe dieses Jetpack, habe ich das schon mal erwähnt? Das ist so schrecklich schön schnell. Ach ja, ach ja. Zumindest geht das innerhalb jetzt von ein paar Sekündchen und nicht von Minuten oder Stunden. So. Die lädt sich auf, die Curry. Was ist da los hier? Nö, die arbeitet noch. Hä? Aber wieso kriege ich keine Blocks? Ich meine, hier steht zwar, dass die Blocks scannt, aber... okay. Halt, das kann ich nicht einfach überprüfen. Ich muss nah genug rankommen. Wo ist mein Zuhause? Irgendwo da hinten, oder? Ich habe keine Ahnung, wo mein Zuhause ist. Oh, prima, ich bin über Meer. Ja, vielleicht da, wo Home dran steht. Meine bin ich gut. Ich brauche eine andere Farbe dafür. Die ist relativ die hier. Kann ich schon? Nein, kann ich nicht. Kann ich jetzt? Nein, kann ich nicht. Kann ich jetzt? Nein, lass mal abstürzen. Jetzt kann ich. Es kommt kein Cobblestone an, wieso nicht? Das ist sehr merkwürdig. Wo sind die Items? No, yes. Ich habe den Tesseract noch gar nicht angefasst, denn... Frequency 3. Query. Ist aber 1. Steam und Energy ist Schwachsinn. Wieso ist Query 1? Keine Ahnung, ich habe 3.
Item Mode Send Receive und Fluid Mode Send Receive, Energy Mode Send Only. Keine Ahnung, senden wir auch mal auf Send Receive, aber hier passiert nichts. Wo bleiben die Items? Das ist jetzt sehr merkwürdig. Okay. Machen wir es anders, setzen wir hier auf 4. Oder einfach wieder auf 1. Das wäre vielleicht noch die beste Methode. Warum kann ich das Rack denn nicht fernsteuern? Das wäre noch so ein Wunsch von mir. Und das meine ich, ein wirklich großer Wunsch. Naja, wer weiß, vielleicht irgendwann mal. Ich brauche ein schnelleres Jetpack. Das dauert alles lange. Immer noch. Sind nur noch so um die 10, 15 Sekunden, aber hey. Flops, da bin ich. Ich würde sagen, jetzt dürfte da nichts mehr passieren. Das Ding hier. Item Mode, Send Only, Send Receive, Fluid Mode, Send Receive, Energy Mode, Send Receive. Und setzen wir das ganze Ding auf 1. Die Query lädt sich auf. Blocks werden auch gemeint. Da kann es sein, dass der einfach... Ne, aber der funktioniert doch. Machen wir Square. So, 49 Chunks werden geladen. Und da die Query ja sowieso lädt, ist es ja alles okay. Boah, ich hätte so gern mehr Energie da hinten, aber das hält die Leitung nicht aus. Glaube ich zumindest. Und jetzt gleich wieder Hover ausschalten, damit ich auch schnell wirklich schnellstmöglich unten bin. Ich bin zu weit. Ich verstehe es nicht. Es kommen einfach keine Items durch. Okay, versuchen wir mal was. Na. Was ist hier los? Schon wieder, es werden einfach keine Dinge gesendet. Kann doch nicht sein, ne? Jetzt habe ich immer die Probleme mit der Query. Okay. Nur mal sehen, ob die Query auch weiter sendet, auch wenn ich das hier habe. Nur mal so, um zu gucken, ob und wenn ja, warum. Apropos, was ist eigentlich mit der Turbine? Ist die jetzt eigentlich stabil? Ich hoffe es bald. Wenn nicht, wäre es äußerst schlecht. Ja, doch, ist stabil. Passt. 80 von 60 Blades. Ja, das ist egal. Okay, hier ist auch stabil. Insgesamt Combined Power liegt bei etwas um die 17.000. Muss mal überlegen, vielleicht kriege ich irgendwie die Items auch anders transportiert. Obwohl mir gerade nicht wirklich einfallen will, wie. Ich meine, Chest und Import geht bestimmt alles, ne? Also so anstatt mit den Logistik-Pipes direkt reinzusenden, einfach hier Dingens zu nehmen. Ah, das war der Emergency Hover Mode. So, jetzt. Aber die arbeitet einfach weiter. Da ist kein Inventar dran. Hat es angehalten. Ich bin jetzt echt am überlegen, ob ich das wirklich so mache, wie ich es mir gerade denke. Also, dass ich mir eventuell eine Chest nehme, Transfer-Notes und dann durch den Tesseract schicken kann, statt das so zu machen. Ja, aber es ist ja auch doof. Ich kann ja nicht durch den Tesseract, oder? Kann ich?
Oh, das weiß ich gar nicht, ob das geht. Ne, doch immer nix. Okay. Das heißt, wir werden jetzt eine Menge craften müssen. Und vielmehr erstmal testen. Oh, wie sehen da meine Schuhe aus? Ja, halb kaputt. Egal. Eine Transfernote. Oder vielmehr zwei brauche ich ja. Transfernote Items, exakt. Eins und zwei. So, die Kabel dafür habe ich. Ich brauche noch ein paar World Interaction Upgrades. World Interaction Upgrades. Und muss schon wieder Eisen verschleudern. Okay. Na, dann würde ich bald mal sagen, bye bye Eisen und so, ne? Schön, dich gekannt zu haben. Na, die Kleider kann ich auch mal wegtun. Die Ritzel ist halt alles weg, was ich nicht brauche. So, okay. Dann brauche ich davon eine Menge. Ich glaube, die sollten reichen. Für beide. Dann noch ein paar Speed Upgrades und dann sind wir Upgrade. Da haben wir so. Och, das braucht aber so Unmengen an Redstone, Alter. Ja, und das ist ein Stack Upgrade. Das sollten wir auch zwei von machen. Was genau fehlt da jetzt? Nugget? Mach einfach ein paar Stacks, dann reicht das schon. So, das wäre das zweite. Alle Speed-Dinger mitnehmen. Und dann hätten wir unsere beiden Transfer. Und dann brauchen wir noch ein paar Chests. Tja, und dann wollen wir mal austesten, wa? Nur halt möglichst irgendwo da, wo auch wirklich viel Energie ist. Und den hier brauche ich. Ja, jetzt erstmal tschüss, tschüss, tschüss. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch aufbauen soll. Komm, weg damit. Die Leitungen brauche ich dann auch nicht mehr. Und dann hätten wir hier Node Nummer 1 mit Kabel Nummer 1 verbunden nach da. So. Dann hier rein Stack Upgrade, die Hälfte der World Interaction Upgrades und 57 mal Speed Upgrades. Dazu kommt dann doch nochmal Strom. Und da ich jetzt nicht sehen kann, was hier alles passiert, nö. Okay, direkt am Tesseract funktioniert also nicht. Gut zu wissen. Das macht die ganze Sache nur komplizierter, um genau zu sein. Ich finde es auch merkwürdig, dass die ganzen Items nicht hier reingeballert werden und eigentlich in die Chest rein. Da ist irgendwo ein Fehler zwischen Tesserakten. Der hat Frequency 0? Was? Hier steht Frequency 0. Wie ist das Frequency 0? 0? 1. Ist immer noch Frequency 0. Aber bei der hat dasselbe Problem. Ich frage mich wirklich, wo das Problem liegt. Redstone ist auf Low. Und naja, Item Mode. Receive only. Fluid Mode aus. Energy Mode. Send only. Ich verstehe es einfach nicht.
Aber wie gesagt, weiter probieren. Immer im Notfall könnte ich ja auch den Interface-Block hier hinsetzen. Das dürfte ja auch gehen. Aber da passiert immer noch nichts. Das heißt, wir werden mal den ganzen Aufbau auch hinten machen. Nur halt eben von der. Stimmt, ich muss mal testen, ob das auch von der Kiste in den Tesseract geht. Nicht, dass die Quere einfach nur anzeigt, dass es so ist und das trotzdem nicht macht. Ich kann sie jetzt nicht abbauen, weil dann hört sie auf zu arbeiten. Hm. 100 Milliarden Probleme, ey. Und immer noch einen Bug fixen. So. Query sagt, funktioniert. Tesseract wiederum nicht. Oh. Was ist das? Hier passiert nichts. Das ist interessant. Weil im Normalfall müsste die Query mit Kiste funktionieren. Ich versuche das hier einfach mal. Ach ja, müsste mit Kiste funktionieren. Der bieten ohne Energie, ich Trottel. Ich bin heute wieder so intelligent, hä? Auch nur Energy Mode. Nee, es ist endet, aber da kommt trotzdem nichts an. Obwohl der Item Mode blockt ist. Irgendwas Brutales stimmt hier nicht. Ich frage mich nur was. Also liegt der Fehler nicht an der Query, sondern an der Kiste. Immer noch nichts, immer noch nichts. Tja. Das ist doof. Aber ich habe gerade keine Lust, die Quere nochmal aufzubauen. Also 46. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird was. Oh, ich hab gerade schon es mit der Angst zu tun bekommen. Ach du Schande, Alter. Unable to. Was? Oh, wo ist der zweite Marker hin? Der hat nur noch einen Marker, deswegen. Kann das sein? Sequence is incomplete. Was ist mit dem zweiten Marker los? Hier zeigt der an, dass er aktiv ist. Ich verstehe es nicht. Irgendwas ist hier ganz schief gelaufen. Und wenn die jetzt gleich wieder bei Null anfängt, die Quere, dann hau ich sie. Mehrmals. Wo ist das? 198, 244, 883. Also hier ist die 883. Hier. Und dann fängt die doch tatsächlich wieder bei Null an, ne? AT ist mein Chat. Ach, ich liebe dich, Query. Ich hasse dich manchmal. Ganz, ganz doll und innig und hast du nicht gesehen. Lustig finde ich auch gerade wieder, wo zum Teufel tut die Blocks hin?
Das ist ja prima. Mal weiter testen. Tesseract weg. Tesseract ist tatsächlich weg. Diese Dinger, die sind super, die Nodes. So. Und Kabeln. Naja, die baut einfach weiter ab, aber die kriegt die Items nicht raus. Aber ich weiß nicht, wieso kriege ich die Items nicht raus? Das ist so merkwürdig als jetzt. Weil hier ist nichts drin in der Kiste. Die Node kriegt ebenfalls keine Verbindung. Aber die Query funktioniert weiter. Ehrlich, ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich muss die mal woanders hinbauen, wo es wesentlich kleiner ist. Ist das ein Kacke? Naja. Dann müssen wir wohl mal die Query umstellen. In ein etwas kleineres Gebiet, was ansatzweise funktioniert. Aber immer noch immer diese Bugs mit den Queries, das ist sehr, sehr scheiße. Naja, ich würde mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich die Query umgestellt habe. Das wird mich jetzt erstmal eine kleine Zeit in Anspruch nehmen. Und ja, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn nicht allzu viel da zu sehen war. Folge 110 kommt morgen, denn ich habe es noch nicht geschafft, sie hochzuladen. Das sind 5 GB, dafür brauche ich gut und gern 13 Stunden. Nur fürs Hochladen. Und naja, wie gesagt, das könnte ein klein wenig dauern. Bis dato, euch noch ein schönes Spiel und bye bye.